Wir hatten heute hier die erste Tarifverhandlung für die Metall- und Elektroindustrie. Und wir haben uns heute mit den Arbeitgebern darüber ausgetauscht, wie die Argumente sind. Und wir hatten heute eindeutig die besseren Argumente. Im Vorfeld der heutigen Verhandlungsrunde haben ungefähr 500 Kolleginnen und Kollegen hier aus der Region in einer sehr eindrucksvollen Weise Unterstützung demonstriert, indem sie uns hier vorm Verhandlungslokal den Rücken gestärkt haben. Und sie haben mit tollen Transparenten und mit entsprechender Lautstärke sozusagen auch deutlich gemacht, dass sie das gut finden, was wir hier fordern, 5,5% mehr Entgelt. Wir fordern 5,5% für 12 Monate für alle Entgeltbeschäftigten und Auszubildenden in diesem Tarifbezirk, weil wir die 5,5% aufgrund der wirtschaftlichen Daten als vernünftiges Wachstum ansehen. Wir brauchen mehr Binnennachfrage und das schafft auch ein Ergebnis von 5,5%. Die Verhandlung läuft so ab, dass wir die wirtschaftlichen Rahmendaten erklären, warum wir diese Forderung haben, unsere Forderung für 5,5%. Und diese Argumente konnten von der Gegenseite nicht wirklich gewechselt werden. Wir werden jetzt am 22. April die nächste Verhandlung haben. Die Arbeitgeber haben gesagt, dass sie uns dann ein Angebot geben wollen. Und das werden wir sehr genau prüfen, ob das ein Angebot ist, mit dem wir weiterarbeiten können, oder ob es ein Angebot ist, was uns in die nächste Phase bringt. Und das heißt Warnstreiks, weil wir brauchen ein Angebot, was kein faules Ei ist.